Schön, dass du eingeschaltet hast zu den Basics für Hefeteig. Hefeteig ist ein kleines Sensibelchen, sprich das Wichtigste ist, dass deine Zutaten zimmerwarm sind. Und nun kommen wir zu den Zutaten. Für unseren Hefeteig brauchen wir Mehl, die habe ich schon in den Schüssel gegeben, Zucker, lauwarme Milch, gut handwarm darf die sein, weiche bis flüssige Butter, etwas Salz und natürlich der Hauptdarsteller, unsere Hefe. Wir starten mit einem sogenannten Vorteig. Der Vorteig ist einfach eine Geschichte, um die Hefe noch aktiver zu machen. Das heißt, wir nehmen die Hefe, zerbröseln ihn in ein Schälchen, geben einen Schuss Milch hinzu, um das Ganze dann mit einem Gäbelchen zu zerdrücken und zu einem flüssigen Teig oder flüssigen Masse zu verarbeiten. Die Hefe ist nun komplett aufgelöst. Ihr seht, sie ist richtig flüssig. Und das geben wir nun in eine Mulde in das Mehl. Die aufgelöste Hefe haben wir nun in die Mulde des Mehls getan, haben sie noch mit ein bisschen Mehl umdrüber bestäubt, decken sie nun gleich ab und lassen sie 20 Minuten bei Zimmertemperatur stehen, sodass sie genug Zeit hat, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, nämlich schön aufzugehen und schön viele Hefebakterien zu bilden. Der Vorteig hat nun 20 Minuten Zeit, in der Schüssel mit Mehl zu gehen. Jetzt nehmen wir die Schüssel, stellen sie unter die Maschine, machen den Knethaken schon mal bereit. Wer keine Küchenmaschine hat, kann es auch gerne mit den Händen machen, gar kein Problem. So, geben dann alles dazu, das heißt, wir geben den Zucker hinzu, wir geben das Salz mit hinzu, die zimmerwarme bis flüssige Butter kommt auch mit da hinein. Und wir rühren das Ganze um und fügen dann schluckweise noch die Milch auch hinzu. Der Teig ist nun fertig, wenn er sich richtig gut von der Schüssel löst. Und der Knethaken könnt ihr einfach so rausziehen. Ihr seht, es bleibt nichts hängen. Dann ist der Teig perfekt. Wenn ihr euch den jetzt anschaut, ist der Teig nun richtig schön, wie er sein sollte. Er hat sich gut von der Schüssel gelöst. Und nun geben wir ihm das zweite Mal Zeit zu ruhen. Das heißt, ihr lasst ihn jetzt abgedeckt, circa eine Stunde, gerne auch zwei Stunden einfach ruhen. Dadurch bilden sich neue Bläschen innerhalb des Teiges und der Teig wird feinporiger. Und so sollte der Teig nach einer Stunde aussehen. Er hat sich also mehr als verdoppelt und ihr seht, wenn ihr ihn anfasst, fällt er zusammen. Das heißt, ihr schlagt ihn jetzt nochmal zusammen und dann könnt ihr ihn formen, wie ihr ihn gerne haben möchtet. Und dann lasst ihr ihn nochmal gehen in der gewünschten Form, sei es, dass ihr einen Zopf machen möchtet oder Brezeln machen möchtet oder was auch immer. Lasst ihn dann nochmal gehen und dann ab in den Backofen. Damit habt ihr das Grundrezept für euren Hefeteig fertig. Das genaue Rezept, weil wie ich es mache, findet ihr mit den Zutaten auf meinem Blog. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne folgen. Freue ich mich über jedes Like. Freue mich natürlich auch, wenn ihr mein Video weiterempfehlt oder wenn ihr mir auf Instagram oder Facebook auch folgen wollt.